Eine Seglerei mitten in der Stadt. Noch gibt es sogar solche Raritäten im Landkreis Miesbach. Wächst jedoch der Onlinehandel weiterhin so rasant wie in den vergangenen 5 Jahren, leidet der stationäre Handel auch bei uns. Dem soll die Oberlandcard entgegenwirken. Als ein Lösungsansatz, um einmal dem Leerstand, den Innenstädten, den inneren kommunalen Gebieten hier etwas entgegensetzen zu können und aber auch die Menschen dazu motivieren zu können, mehr regional einzukaufen, mehr regional sich umzuschauen, wie sie ihre Wirtschaftskraft unter die Leute bringen. Die Oberlandcard ist ein Bonusbezahlsystem. Es ist tatsächlich das erste Bonusbezahlsystem auf landkreisweiter Ebene in ganz Deutschland. Und mit diesem Bonusbezahlsystem können Konsumenten, Bürgerinnen und Bürger einkaufen gehen und dabei Geld sparen. Es funktioniert so, dass die Bürgerinnen und Bürger diese Karte bei allen Partnerstellen, also beim regionalen Handel, beim Gastronomen, beim Direktvermarkter erhalten können und diese Karte dann beim Einkauf einsetzen. Das heißt konkret, wenn ich für 20 Euro einkaufe, bezahle ich weiterhin 20 Euro, erhalte aber einen Rabatt in Form von Punkten. Den haben wir auf mindestens 2% festgelegt. Das heißt, bei 20 Euro wäre das ein Rabatt in Höhe von 40 Cent. Diese 40 Cent erhalten Sie auf die Karte draufgebucht und können dieses Guthaben ansammeln und dann später wieder einsetzen im regionalen Handel. Wenn mindestens 100 Punkte auf der Oberlandcard gutgeschrieben sind. Punkte, die bei allen Partnern im Landkreis gesammelt werden können. Ein weiterer Vorteil für den Kunden: Durch diese Oberlandcard habe ich die Lösung für das ganze Oberland und muss nur noch eine Karte dabei haben. Und ich muss sie nicht mal haptisch dabei haben. Ich kann sie auch in meine Wallet laden, das heißt in meinen digitalen Geldbeutel. Partner zu werden kostet die Geschäftsleute 24,95 Euro im Monat. Die Partner profitieren davon, dass sie online gelistet sind. Das heißt, sie können sich auf einer Online-Präsenz auch darstellen mit Foto, mit Text und können auch regelmäßig Aktionen einstellen. Und diese Aktionen, die sie selbstständig einstellen können, die werden auch automatisch über einen Newsletter beworben. Der nicht nur an die eigene Stammkundschaft geht. Über den Newsletter der Oberlandcard erreichen sie komplett neue Zielgruppen und das sehr einfach und im Gesamtpaket enthalten, also relativ kostengünstig. Um das landkreisweite Bonusbezahlsystem in Schwung zu bringen, will man auch möglichst viele Unternehmen aus dem Landkreis ins Boot holen. Arbeitgeber können ihren Arbeitnehmern bis zu 44 Euro steuerfreie Sachzuwendungen leisten. Und diese steuerfreien Sachzuwendungen werden heute, wenn sie denn gegeben werden, meist für Tankgutscheine verwendet oder überregionale Lösungen. Und wir wollen hier die regionale Alternative bieten. Als ein Instrument, um Fachkräfte zu akquirieren bzw. um gute Mitarbeiter im Landkreis zu halten. Im Gegenzug hofft man auf ein erhebliches zusätzliches Wertschöpfungspotenzial. Wenn man mal hochrechnet, was das heißt, ich nehme jetzt mal ein Unternehmen mit, sagen wir, 100 Mitarbeitern, das heißt 50.000 Euro direkt neue zusätzliche Wertschöpfung für die Region. Ich gehe davon aus, dass jemand nicht nur seine Punkte einlösen wird in dem Geschäft, sondern zusätzlich einkaufen wird. Das heißt also, wir haben zusätzliche Multiplikatoreffekte. Wir haben Zugang über unser Netzwerk zu sehr, sehr viel mehr Arbeitnehmern über die Unternehmen. Und wenn Sie jetzt mal das auf, ich nehme jetzt mal eine Zahl, 10.000 Mitarbeiter hochskalieren, dann reden wir von 5 Millionen direkt und 10, 15 Millionen indirekter zusätzlicher Wertschöpfung. Grund genug, die Arbeitgeber von jeglichen Kosten für die Oberlandcard freizustellen. Bis auf die steuerfreien Sachzuwendungen selbst, die der Arbeitgeber frei festlegen kann, bis zu 44 Euro, es kann auch weniger sein, fallen für den Arbeitgeber keine weiteren Kosten an, weder monatliche Gebühren noch Kartengebühren oder Einrichtungsgebühren. Das ist alles kostenfrei für die Arbeitgeber. Die begünstigten Arbeitnehmer haben es an der Hand, wann und wie sie ihre Oberlandcard freischalten. Nicht einmal die Registrierung mit der E-Mail-Adresse ist Pflicht, auch wenn sie empfohlen wird, um beim Verlust der Karte die gesammelten Punkte übertragen zu bekommen. Die Standortmarketinggesellschaft als Verantwortliche für die Oberlandcard verspricht zudem, alle datenschutzrechtlichen Bestimmungen zu beachten und nicht etwa Daten der Karteninhaber zu verkaufen oder Einkaufsprofile zu erstellen. Für uns als Unternehmerverband ist ganz wichtig, dass unsere Unternehmen eben zukünftige Möglichkeit haben, mehr Netto vom Brutto zu geben und den Mitarbeitern praktisch steuerfreie Zuwendungen zukommen zu lassen, die eben hier im regionalen Wirtschaftskreislauf verbleiben, sodass man also 44 Euro draufspielen kann, das dann wirklich auch
bei regionalen Geschäften, bei regionalen Unternehmenspartnern ausgegeben werden. Für uns ganz, ganz wichtiger Punkt. Und zum Teil haben wir auch Mitglieder, die eben Einzelhändler sind. Für die ist es natürlich von beiden Seiten gut, dass wir eben dafür sorgen, dass Betrieb ins Geschäft kommt, dass nochmal Umsätze generiert werden. Und so bleibt praktisch das, was wir den Mitarbeitern zukommen lassen als steuerbegünstigte Vorteilsnahme, da eben bei uns im regionalen Wirtschaftskreislauf. Zu dem bald auch weitere Landkreise im Oberland gehören sollen. Unsere Hauptkonkurrenz sitzt online oder im Zweifelsfall auch in den großen Handelszentren in München, in Rosenheim. Und da macht es Sinn, wenn das Oberland geschlossen zusammensteht. Es würde mich wahnsinnig freuen, wenn die Bürgerinnen und Bürger unseres Landkreises und hoffentlich auch bald darüber hinaus von dieser Oberlandkarte Gebrauch machen, viel damit einkaufen, viel damit hier umsetzen. Und ich würde mich auch freuen, wenn der eine oder andere Betrieb und Unternehmer seinen Mitarbeitern diese Karte ermöglicht durch die bis zu 44 Euro pro Monat mögliche Pauschale und damit unserer regionalen Wirtschaft einen ganz, ganz großen Sprung nach vorne gibt. Gerade in Corona-Zeiten eine ganz, ganz wichtige Maßnahme, den Einzelhandel zu stärken und natürlich auch dem Leerstand im Ort vorzubeugen.